Aller guten Dinge sind drei. Und so gab's auch beim mittlerweile dritten Frühlingsfest vom Wirtshaus Zlehner in Linz-Urfahr perfektes Frühlings-, nein, eigentlich Sommerwetter. Den perfekten Frühlingstag ist genauso wie heute das Wetter. Man ist gut aufgelegt, man liebt es, in der Sonne zu sitzen. Frühling, alles wird grün. Einfach ein schönes Gefühl. Bei 30 Grad im Schatten hilft nur eines: Abkühlung. Egal in welcher Form. Und wer behauptet, wenn's heiß ist, soll man nur leichte Kost zu sich nehmen, der irrt sich. Zur Stärkung gibt's Bauernkrapfen und eine Kistensau. Da wird das Fleisch reingeben, der Schopf oder Bauch, je nachdem. Und dann wird die Hitze von oben angeheizt. Dauert so circa 4 Stunden. Es wird langsam hergegart. Das macht eben die Kistensau aus. Ne? Das ist das Perfekte für die Bikini-Figur. Ja. Genau, richtig. Ja. Ich habe halt keine Ahnung. Bikini-Figur hin oder her. Abtrainiert werden die Kalorien sowieso wieder. Ob hoch zu Ross oder auf der Segway-Rennstrecke. Wenn man vorwärts fahren will, muss man sich führen lassen. Wenn man lenken will, muss man mit den Händen links oder rechts lenken, je nachdem, wo man hin will. Und zurück muss man sich zurücklassen. Leichter gesagt als getan. Ja, da stellt man sich eine Stuntman auf und vor mir. Das schaut einfach aus, ist ein bisschen einfach. Wie mich was hält ich einfach, das man auf. Ich probiere und es ist Stuntman. Und als wäre es nicht schon heiß genug, sorgten stramme Wadeln in Lederhosen noch zusätzlich dafür, dass die Frauenwelt ins Schwitzen kam. Ja, also Schuhplatteln, das kommt ja vom Gebirge aus, so für die Auerhahner. Weil die Auerhahner, die haben da mit ihren Flügeln da umeinander gewerkt, dass sie die Weibchen beeindrucken. Nicht? Und von dem kommt Schuhplatteln auch, darum haben wir keine Mädels nicht mit. Weil wir wollen ja die Mädels beeindrucken. Und eben von dem kommt Schuhplatteln aus dem Gebirge. Wenn's funktioniert. Funktioniert nie. Offiziell im Fernsehen, aber. Ja, nein, es funktioniert schon. Aber wir sind ja alle vergeben, aber nur Junggesellen. Also wenn bei uns einer heiratet, dann muss er die Gruppen verlassen. Gut, dass einige Weibchen unterwegs waren. Wir haben uns umgehört, ob sie sich so leicht beeindrucken lassen. Ja, das gefällt mir recht gut. Die strammen Wadeln, das Lustige, das urige, stimmige, das kommt schon gut um. Mich nicht unbedingt, nein. Eigentlich nicht, nein. Ist eine Volkskultur, gefällt mir, aber beeindrucken würde ich sagen, nein. Mir gefällt es, aber dass ich mir denke, wegen dem muss ich irgend so ein Mandel haben, überhaupt nicht. Aber es gefällt mir, weil ich sehr viel Volkskunde bin und Volkssachen. Volkskultur, ne? Ja, Volkskultur. Ja, Volkskultur. Ja. Und ob nun fesche Männer in Lederhosen die Stimmung aufgeheizt haben oder doch die 30 Grad im Schatten, wahrscheinlich war es beides.